Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier diesen Bentley Continental GT First Edition euch heute hier vorstellen. Ist leider nur für PC hier verfügbar. Finde es ein cooles Teil, das Ganze überhaupt hier überhaupt. Ja, und es kostet nur 272.100 Euro in der Anschaffung. Miete sind wir da bei 13.877. Das Ganze hat eine Motorleistung von 635 PS, entsprechend 467 kW, manuelle Schaltung, 90 Liter Tank und 333 km/h. Und das Ganze wiegt hier nur 2,6 Tonnen. Ja, wir haben hier verschiedene, also Farbtöne, wie wir sehen, so eine Art, also weiß. Ja, es sind so komische Namen dabei, deswegen lasse ich das überhaupt mit den Namen. Ja, dann haben wir hier so ein schickes, also blau, wie wir sehen hier. Dann ein Orange, dann hier ein Grün, wie wir sehen. Und dann hier eine Art, ja, so schwarz. Dann gibt es das Ganze noch hier in einer Art Silbermatt. Dann hier in schicken Rot natürlich. Dann in einen echt tollen hier Blau, muss man dazu noch sagen. Dann hier in so ein Silber. Ja, das schimmert so leicht bläulich, wie man sieht. Dann hier so schickes, also weiß. Dann hier in einen tollen Blau natürlich. Das Ganze gibt es hier noch hier, wie man sehen, nochmal in einen silberweißlichen Stich. Das Ganze. Und dann sind wir hier beim schicken, also grün, wie man sehen. Dann natürlich hier bei einer Art, ja, Art Carbon, farbene, ja, wollen wir es auch sagen, oder Anthrazit war das eher. Ja, und dann natürlich einen schicken hellen Blau und dann hier in einen tollen Rot natürlich. Und dann sind wir hier bei einem Grün und dann sind wir hier nochmal einen so Creme-Weiß und dann natürlich hier, wie wir das Ganze hier sehen. Ich glaube, wir sind schon durch. Kommt mir langsam vor. Ja, und dann natürlich hier bei so einem Silberweiß natürlich. Ja, wir sind hier durch, glaube ich, würde ich mal sagen. Mal schauen. Ja, wir sind durch. Also, wir haben noch hier die Möglichkeit, hier uns die Bremssättel, aber am besten schauen wir so her, also in Schwarz oder in Rot, wie wir hier sehen, zu haben. Dann können wir die Scheibe hier, ist immer, die ist jetzt da, also klar, da können wir die hier kolorisiert haben, außer die vordere. Ja, Kennzeichenwahl so und so, wie du es natürlich gewohnt bist. Ihr habt das Ganze, wie man sieht, jetzt hier also dreimal gekauft und dann sieht man auch, was man hier machen kann. Das ist komplette Verschmutzung und Verschleiß. Dann habe ich den hier nochmal gekauft, natürlich hier in den Matt her. Wie wir hier sehen, sieht echt toll aus. Oder hier diese, mal schauen, welche Farbe nehmen wir. Ach, wir nehmen den matten, der sieht echt nice aus. Also wir steigen mal ein. Gehen wir jetzt mal in die Innensicht mal rein. So sieht das Ganze schon mal hier von innen aus spiegelt. Wie wir sehen, sind hier vorhanden und scheinen mit Funktion zu sein. Wenn wir jetzt den starten, nochmal. Schalten wir nochmal aus. Jetzt hinten schauen wir mal auf den Auspuff. Das sieht echt geil aus. Das ist geil. So soll es auch sein. So, Bremslicht, wie wir sehen. So. Der Sound klingt ein bisschen eigenartig, muss man wirklich dazu sagen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal hier mit X hinten uns den Spoiler auszufahren. Dann einmal hier die Motorhaube zu öffnen. Also das ist jetzt Kontrollgruppe 1, dann sind wir jetzt auf Kontrollgruppe 2. So. Dann kann man noch den Kofferraum öffnen. So. Dann gehen wir jetzt auf Kontrollgruppe 3. Da kann ich jetzt die Türe aufmachen. Und man kann, soweit ich weiß, auch das Fenster hier. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ja, genau, sind beide Maustasten. Kann ich es auf und zu machen. So, und dann kommt die nächste Kontrollgruppe natürlich hier. Kann man hier und das Fenster auch auf und zu machen. Also es ist jedenfalls hier über Maussteuerung und nicht über IC oder Simple IC. So, jetzt machen wir das hier mal alles wieder zu. So.
Haube natürlich auch. Und wir sollten den Kofferraum jetzt auch zumachen. Cool wäre es natürlich, wenn hier ein Sound verbaut worden wäre. So, jetzt gehen wir natürlich hier in die inneren Sicht mal rein. Also wir haben ja den Spoiler schon mal oben. Blinkerkontrolle, wie wir sehen, hier haben wir. Ja, wir haben sogar die Warnblinke, also das scheint schon mal hier und der Knopf, der leuchtet auch. Schade finde ich natürlich, dass also der Hebel für den Blinker nicht animiert ist. Upsa. Ja, zum also vollkommen zum Ausfahren würde ich mal sagen, wäre er auf einer größeren Karte natürlich ideal. Aber ich weiß ja nicht, ob der sich überhaupt gut fahren lässt. Das werden wir jetzt natürlich hier auf natürlich hier austesten. Also er schleunigt schon ziemlich gut. Muss man dazu auch noch sagen. Aber Frage ist natürlich, wie das Fahrverhalten natürlich hier ist. Jetzt geben wir mal Gas. Wow. Ja, also man muss sehr vorsichtig sein. Ja, 200, 280, 200, 300, 316. Fahren Sie nicht zu tief ins Wasser. Die Kiste ist jetzt abgesoffen, würde ich mal sagen. Tja. Das, also, wie gesagt, also, die sind dann nicht so fahrbar. Aber wenn man so extrem fährt, aber wir haben ja zum uns ein Lichttest ja noch dieses gute Stück. Hier sieht man noch schön, wenn man einsteigt, also wie sich das hier umschaltet, das Display. Und jetzt gehen wir natürlich jetzt gleich hier in die Nachtschicht rein und testen natürlich hier das Ganze mal im Dunkeln. Cool sieht das Ganze natürlich hier auch aus. Schalten wir mal durch. Wir mal sehen hier dieses Ganze hier innen drin mit den Beleuchtungen, das Ganze her. Das sieht echt nice aus. So, jetzt gehen wir erstmal natürlich hier Außensicht. Blinker. Sieht schon mal cool aus. Reflexion finde ich super toll gemacht. Das gefällt mir. Passt auch natürlich die ganze Reflexion zusammen. So, jetzt haben wir hier vorne das Ganze mit Numbit, also 6. Numbit 5 haben wir hier. Numbit 5 und 6. Super Kegel. Man hat das also gemacht, so her, wenn man jetzt so sieht. Es braucht sogar ein bisschen, bis das Licht kommt. So, würde ich mal sagen, wir schalten nochmal aus. Schalten nochmal ein. Jetzt ist das Licht noch aus, wie wir hier sehen. Jetzt schalten wir einmal F. Mal schauen, ob was passiert. Jetzt sehen wir, jetzt kommt das erst. Also soll das Xenonlicht oder was vielleicht sein. So, jetzt haben wir das normale, also Licht hinten. Jetzt kommt das Bremslicht natürlich. Also Motorsound, finde ich, hätten die so beim Fahren schon noch besser machen können. So, es kommt zweimal F, wie wir sehen. Dreimal. Viermal. Boah, unschwer kennen können. Jetzt haben wir hier auch drin, hier die Lichter. Sieht doch ganz echt toll aus, wenn man sie so reinschaut, das Ganze hier so, ja. Kommt doch ganz cool rüber. Ja, das finde ich schon mal super toll. Ja, leider haben wir hier die Standard-Quietsche-Hupe drin, wie ich immer so sagen pflege. Man könnte doch anderen Sound natürlich hier auch, finde ich, einbauen. Auf alle Fälle. Profil, wie wir sehen, die Spuren passen ganz gut. Schauen wir uns natürlich unser Lok natürlich hier auch noch an, weil was gibt es nicht Wichtigeres natürlich hier als wie eine saubere Spiellok. Und wie wir hier unschwer können können, also passt hier natürlich hier unsere Spiellok natürlich hier ganz gut. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, natürlich hier, wenn du wieder reinschaust, natürlich über einen Daumen nach oben, ein Abo, würde ich mich auch freuen. Ist natürlich auch kostenlos. Hiermit sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.